Hallo da draußen. Seit ein paar Stunden rollt wieder der Ball durch die Fußballstadien in Deutschland. Die 49. Bundesliga-Saison hat begonnen. Gestern, am Freitag, den 5. August 2011, empfing der BVB den HSV. Bevor ich dieses Spiel nun analysieren werde, das geschieht im weiteren Video, eine Quizfrage an euch. Kennt ihr alle die Pille für den Mann? Ihr habt Zeit zum Nachdenken und ich gönne mir einen Schluck wunderbaren Kaffees. Schön, nicht? Toll anzusehen, die Raute. Hat wunderbar geschmeckt. Also, die Pille für den Mann. Nein, es handelt sich nicht dabei um ein neuartiges Psychopharmaka, das einem hilft, den Haushalt besser zu führen. Es ist auch kein Verhütungsmittel, nein, es ist schlicht und einfach dieses nette Teil, das runde Lederding. Hier in einer etwas softeren Ausführung, knautsch und dehnbar, so wie die Bundesliga in der letzten Saison auch war. Darunter verstehe ich, dass es mal gute und mal weniger gute Spiele gab, die Spieler sich mal mehr, mal weniger anstrengten, wobei ich ja sagen muss, es lässt sich leicht zu kritisieren, wenn man einfach hinter einer Webcam sitzt und das Spiel versucht im Nachhinein zu analysieren oder einfach im Stadion oder vor der Glotze sitzt, um sich das Spiel reinzuziehen. Man steht ja nicht auf dem Rasen und spielt selbst, sondern man konsumiert. Insofern, ich freue mich auf eine neue Saison, die hoffentlich spannend wird und in der hoffentlich am 5. Mai 2012 nicht mit den üblichen Verdächtigen in der Meisterschaft endet. In diesem Sinne nur der HSV.